Trinken ist wichtig. Ja, steck hydriert euch. Nach einer Stunde Stream kann man mal was trinken. Er ist wieder da. Oh ja. Er ist wieder da. Der Wagen da natürlich. Eine wahrhaft böse Musik. Remix. Yay. Second try. Capitibot. Kapi tot, ne, Kapitel tot. Kapi kommt mit dem Stream. Jack passt halt so unfassbar gut zu der Szene. Das tut er. Willkommen im Chat, im Stream. Kapi. Ah, die Szene habe ich schon mal bei Modi gesehen. Bei seinem Silvester-Stream, da habe ich kurz mal eingeschaltet. Mit dem Grabstein, mit dem Text, da habe ich mich gewundert, was das ist. Stehen geblieben. Hier ist Schluss für dich. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Zweimal habe ich dich schon gewarnt, Jack. Tja, und trotzdem bin ich immer noch hier. Du musst mich wohl schon rausschmeißen, wenn du mich loswerden willst. Komm und hol mich doch, Jack. Ich komme und hol dich. Oha. Okay, wie besiegen wir den jetzt hier? Wieder rollen hier. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Aber wie greifen wir den an? Oh, Kacke. Wir sind doch nur den hinter aufgeladen. Oh, Kacke. Ich bin nicht vorbereitet. So ein Angriff. Das wird doch wieder nichts. Mit der Krähe greifen wir ihn wieder an. Müssen wir den von, ja, müssen den vom Himmel holen. Reiner Ausweichboss. Und springt über die Wellen. Ach, jetzt nicht mehr rollen, sondern springen. Alles klar. Ich denke, mit der Krähe müssen wir ihn runterholen. Oder nicht? Der kostet mich schon ganz schön viel. Ja, Ausweichboss ist gut. Ich hüpfe und hüpfe und hüpfe und hüpfe. Bloß nicht ins Wasser springen. Oh nein, Bomben. Ach, die Bomben musst du wahrscheinlich auf jeden Fall haben. Das wäre ja bisher sehr erfolgreich. Ein Ausweichboss, mein Modi. Das hat mir bisher. Das ist ja sehr erfolgreich. Ja. Ich merke schon, das wird bei späteren Gegnern hier sehr spaßig. Bomben. Ja, die Bomben. Die muss ich wahrscheinlich auf ihn schmeißen. Ins Wasser mit mir. Was hat denn der Jack gegen ein angenehmes Bad? So ein kleines Bad, das ist doch. Das tut doch keinem weh. Ja, wir lassen uns jetzt die Zeit für den Boss. Und mit der Ruhe. Ja, komm. Verdammt.
nein, nein, nein. Die Bomben müssen wir auf ihn schleudern, oder? Ja, bis jetzt gut ausgewichen. Ich versuche die Bomben auf ihn zu schleudern. Nix. Also doch nicht auf den Schleudern. Oder was? Okay, bis jetzt ist einigermaßen gut gelaufen. Ich sage halt still. Niemals. So, wir müssen ihn nur noch. Wir müssen einfach nur ausweichen. Und dann verliert er die Lust und Laune. Verdammt. Wird nicht mehr lustig. Skelette, euch kann ich gerade nicht gebrauchen. Bomben. Sehr gut, ich habe Energie. Die Skelette, die stören mich hier. Enorm. Nicht besiegen lassen. Die Skelette bringen aber Heilung. Es ist gut, die auch mal zu besiegen. Verdammt. Na komm, das kriegen wir hin. Die Bomben können wir, glaube ich, einfach explodieren lassen, oder? Na komm. Können wir den nicht irgendwie angreifen? Soll ich dich noch klein kriegen? Wir können auch hier nicht ewig aushalten, oder? Gibt ihr irgendwann auf oder was ist die Sache? Was ist hier unsere Mission? Ach na toll! Jetzt hier ins Wasser gefallen. Bomben in sein Gesicht, schreibt Mordi. Okay, dann versuchen wir die Bomben auf ihn zu schießen. Das muss sowieso nochmal von vorne anfangen. Ja, viel geschafft haben wir sowieso noch nicht. Na dann, versuch mal die Bomben in sein Gesicht zu schleudern, falls uns das möglich ist. Verdammt, ich halte nicht sehr gut durch. Ich lasse mich von ihm besiegen. Skelette besiegen. Das ist nicht gut. Ich habe doch gerade sehr gut ausgehalten. Das war doch gerade, als mich aufs Ausweichen konzentriert habe. Ich werde unkonzentriert. Und reden kann ich auch nicht mehr. Werd still, Kleiner. Deine Waffen können mir rein gar nichts. Das verrät uns schon mal. Aber die Bomben vielleicht. Die Bomben! Nein, 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 nein. Da bin ich machtlos gegen die. Die Strahlen hier. So, die Bomben in sein Gesicht. Das krieg ich doch niemals hin. Hat das ihn jetzt getroffen oder was? Ich kann das nicht so richtig beurteilen. Scheint ihn getroffen zu haben. Ich muss Skelette besiegen. Oh wei. Das sieht schlecht aus. Heilung. Okay, das scheint jetzt schon ziemlich final zu sein hier.
Ich habe irgendwas geschafft. Ach komm! Jetzt bin ich ins Wasser gesprungen. Das blöde Wasser. Dieses blöde Wasser. Oh Mann. Ich tue mich hier ein bisschen schwer. Concentration. Das Skelette lenken ab. Na komm. Ausweichen, 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 ausweichen. Nein. Nein, 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 nein. Kriegst mich nicht. Hier. Bomben. Na komm. Komm, das muss ihn doch getroffen haben. Skelette bringen Heilung. Verdammt. Stell ich mich wieder blöd an. So, hier. Weg mit mir. Jetzt lass mich aber treffen. Ist doch Mist hier. Bomben. Zu ihm hin. Ah, sehr gut. Den haben wir getroffen. Jetzt wackelt hier der Boden. Nein. Skelette besiegen. Oh, Kacke. Sieht nicht gut aus. Ach, Kacke. Hast du Twitch? Ich hab Twitch, aber ich hab keine Ahnung, wie ich streame. Hab das noch nicht auf die Reihe bekommen, auf Twitch zu streamen. Das muss ich mir irgendwann mal noch beibringen. Muss mir mal irgendwann mal ein paar Tutorials angucken. Bin noch zu doof dafür, auf Twitch zu streamen. Habe ich noch nicht auf die Reihe gekriegt. Oha, der Boss schafft mich hier. Seht, wie ich scheitere. Bin jetzt hier diskret angespannt. Na komm, hier. In die Fresse. Das war ein bisschen Schaden bei ihm erreichen. Kacke, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Skelette. Vor allem von den Treffern hier dürfen wir uns nicht treffen lassen. Den Kampf jemals ein Ende haben. Vielleicht werden wir es dann irgendwann aus Versehen besiegen. Ich glaube nicht dran, dass wir das hier irgendwann schaffen werden. Na komm, Bombe. Ins Gesicht. Sehr gut, zweimal haben wir ihn getroffen. Ach, Kacke. Der Boden aufgegangen, weil ich streame da heute und morgen um 21 Uhr. Okay, schön für dich, Kapi. Ich hab Steam, nicht Steam habe ich auch. Hier, wie heißt das Programm? Twitch. Twitch habe ich. Vielleicht kann ich dich ja mal hosten. Hosten tue ich öfters auf Twitch. Also wenn man Twitch mal folgt, kommt öfters Content, den ich gut finde. Da hoste ich manchmal öfters Leute, die tollen Content machen.
Also da gibt es keine Streams von mir selbst, aber Streams von anderen gibt es dort. Ja, seltsam aber. Seltsam aber wahr. Also ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen mehr konzentrieren hier. Ich bin hier nur am Failen. Lass nicht töten, was bereits tot ist. Da bin ich anderer Meinung. Ach, Dreck. Ist nicht entspannt hier. Entspannend ist was anderes. So, jetzt hier mal. Bisschen Concentration Battle Game. Ich gucke jetzt einfach mal nicht auf den Chat. Sorry dafür, aber ich werde jetzt hier mal mich ein wenig aufs Spiel konzentrieren. Falls das möglich ist. Oh, war ja. Kann das Skelett bitte einfach runter? Bombe! Nicht ins Wasser fallen, das war bisher mein größter Fehler, ja. Ins Wasser zu stürzen. Meine Fresse. Ich will gar nicht wissen, wie dann der letzte Kampf wird. Der Endgegner. Ich mich an solchen Kämpfen hier schon aufhalte. Den fand Molly sogar schwer. Na komm. Mollys Kommentar zu mir. Die Bosse gehen, sind okay. Und der letzte Gegner ist schon irgendwie uff. So, noch habe ich einigermaßen KP. Aber Kacke. Wie jetzt komme ich dem dann bloß? So. Kannst nicht töten, was bereits tot ist. Okay, wenn du meinst. Und du schaffst es doch sehr gut. Nein, nicht ins Wasser. Jetzt kommen gleich wieder Bomben. Das ist eine Bombe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Verdammt! 42 Misserfolge. 42 ist eine gute Zahl. Wir kommen jetzt hier. Wenn sie gleich eine halbe Stunde bei dem Gegner hier beschäftigt. Wie gesagt, der letzte Boss, der wird nicht ganze Stunden dauern. Der wird nicht ganze Stunden kosten. Da werde ich mehrere Streams mit beschäftigt sein. Schnell der Bomben zurück, Jack. Danke, das habe ich auch rausgefunden. Gut, dass du es mir jetzt verrätst. Dem kann man irgendwie nicht ausweichen. Das pure Chaos. Gut, dass die Skelette einigermaßen Heilung bringen. Sieht zumindest episch aus. Na komm, jetzt volle Möhre. Dann müssen wir den noch treffen. Dann haben wir's.
muss ich ein bisschen springen. Das Skelett geht mir aus dem Weg. Noch haben wir vollen Energiebalken. Nur nicht ins Wasser. Verdammt! Keine Sorge, ich war am Ende bei 73 Toten. Na, ich bin ja jetzt schon fast bei 73 Toten. Bin jetzt schon bei 42. Das ist Level 2, der zweite Boss erst. Wird wahrscheinlich bei 172 Toten sein am Ende. Oh, Kacke. Ich hatte es schon fast. Ich hatte ihn dort, wo ich ihn haben wollte. Oh Mann. Ich werde hier noch in diesem Bosskampf hier 170 Tote kriegen. Ja, das ist ein fordernder Kampf. Erst selbst den kriegen, dann meckern. Modi darf meckern. Das schon geschafft. Die Bomben. Na komm, die müssen wir jetzt hier. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach kleinert sich jemand die Brücke. Am Ende haben wir nur noch eine ganz kleine Platte hier. Mal ein bisschen aufpassen. Nein, nein. Das wird doch wieder nichts. Am Ende scheitert es dann immer, wenn ich ins Wasser springe. Springe am Ende immer ins Wasser und dann ist es vorbei. Ich muss gleich den Stream beenden hier. Ich kann gleich nicht mehr. Halbe Stunde Bosskampf, das ist dann hier erstmal. Das ist genug. Genug für einen Abend. Meine Finger müssen sich ausruhen. Ich habe Krämpfe in den Fingern. Vielleicht müssen wir es wieder wie bei dem letzten Bosskampf machen, dass wir das dann wieder auf den nächsten Stream vertragen. Das war dann. Ausgeruht im Bosskampf starten. Ihr versteht, was ich meine. Unbelastet und ausgeruht geht das Ganze dann vielleicht schon ein bisschen besser wie beim ersten Bosskampf. Im Halloween Stream habe ich auch erstmal ein paar Versuche gebraucht und dann erstmal Pause gemacht. Nein. Ausweichen, nicht sterben. Skelette töten. Die bringen Energie. Sehr gut. Zweiter Treffer. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht kriegen wir es heute noch hin. Da drüben wird es eng. Da falle ich dann ins Wasser. Kacke. Vorsichtig vor dem Wasser. Skelette besiegen. Wird knapp mit der Energie hier. Hier ist eine relativ große Plattform. Oh, Kacke. Jetzt brauchen wir Skelette. Skelett zählen. Bomben. Na komm. Na komm. Haben wir besiegt. Sieht nicht so aus. Doch, haben wir es. Errungenschaft freigeschaltet. Ghostbuster. Wir haben es geschafft. Und Kapi ist kurz weg. Da hat er das nicht gesehen, wie ich es geschafft habe. Nein.
haben wir bezwungen. Den Boss. Das war eine beachtliche Zuschaustellung deiner Kräfte, Jack. Dein neuer Körper hat sich echt bezahlt gemacht. Der huscht wieder, die Eule. Brutalus, wie den hier habe ich schon im Sandkasten erledigt. Wirklich? Was in drei Teufelsnamen mischen wir euch denn ins Fläschchen? Ja, ja, gut gemacht. Lasst uns jetzt aber lieber abflattern. Wir sind schließlich nicht umsonst hier. Wenn ich mich recht erinnere, beheimatet dieser Berg einst einen Stamm mächtiger Zauberer. Diese Tafel müssen sie also eine Art letzten Willen hier zurückgelassen haben. Und das war's. All die Strapazen für einen klobigen Stein mit ein paar Wörtern drauf. Ist das eine Steintafel oder ein Obelisk? Dunkelste Stunden, der Menschheit Retter wird heraufbeschworen. Was brauchst du denn so lange? Hast du denn keine Brunnen im Nest vergessen? Hast dein Brunnen im Nest vergessen? Ah ja, jetzt verstehe ich. Das Amulett der verglühenden Asche, das bloß Aussprechen verleiht mir bereits ein Gefühl von Macht. Die letzte Zeile lässt sich nicht entziffern, aber der Retter der Menschheit braucht dieses Amulett. Nur mit der Macht dieser Zweige kann der Fluch des Teufels gebrochen werden. Steine und Schmuck. Allmählich entpuppt dass sich das hier als ziemlich öder Ausflug. Also vielleicht ist mir hier gerade etwas entgangen, aber wo soll dieses Amulett denn zu finden sein? Na, es ist doch gleich hier unten. Was ist los, Vogel? Wo ist das verdammte Teil? Es ist nicht mehr hier. Und das aus gutem Grund. Was beim Allkrächzigsten ist das denn? Erst sprechende Vögel und jetzt auch noch sprechende Schwerter. Ich bin wohl durch den Kaninchenbau gefallen. Ich muss schon sagen, das ist wirklich sehr verquer. Falls ihr noch nicht bemerkt habt, dieser Ort hat eine ziemlich bescheidene Auswahl, was magischen Kram angeht. Kein Wunder, dass die Leute sich über den Haufen gerannt haben, um das Amulett zu stibitzen. Jetzt zu dir. Du hast eine Menge zu verantworten, du Scharlatan. Wer ich? Nie im Leben. Wie kannst du es nur wagen, du überdimensioneller Buttermesser, überdimensionelles Buttermesser. Wenn du dieses Kampfchaos da eben beachtlich fandest, muss ich deine Tauglichkeit mächtig hinterfragen. Du Kürbiskopf, wer bist du? Ich bin Jack und ich mag dich jetzt schon. Tja, gewöhn dich besser schon mal an mich. Wenn du in den Kampf ziehst, dann sollst du es auch richtig lernen. Ich werde dein Lehrer sein. Warte mal, habt ihr beide die Stelle verpasst? Ist das Teil hier meinte, wir kämen bereits zu spät? Jemand hat das Amulett gestohlen. Wer würde sowas tun? Immer sagt, kein Grund mir hier das Leder vom Griff zu krächzen. Euer Freund hat sich das Amulett geschnappt. Ich nehme an, ihr habt dieses fürchterliche Phantom abgelenkt. Damit der vor euch hier sein konnte. Unser Freund. Seid gegrüßt. Krächz. Na, der Kerl da. Ich gehe mal davon aus, dass ihr einander noch nicht vorgestellt wurdet. Oh, ich stelle mir so einiges vor. Du bist also der Scherge, der Ritter, den der Teufel höchst selbst geschickt hat, mich zu holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Zeig dich, du Feigling. Das wird nicht möglich sein. Ich bin schon lange fort. Aber deinen Kampf gegen meinen Partner, Minen, wollte ich nicht verpassen. Äußerst aufschlussreich. Du fährst hier ziemlich große Geschütze auf. Ich kann dir liebend gerne eine Zugabe geben. Mit meiner Hand in dein Gesicht. Und dann reiße ich dir das Amulett aus deinen kalten, toten Händen. Das werden wir noch sehen. Jetzt muss ich erstmal dieses Schmuckstück hier untersuchen.
Wie komme ich an seine Macht? Damit könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir können es gemeinsam untersuchen und diesen lächerlichen, mickrigen Fluch brechen. Dieser Typ, der macht mir echt Angst ein. Er hat einfach zugelassen, dass ein unschuldiger Geist vernichtet wurde, nur um dich kämpfen zu sehen. Ich mag vielleicht böse sein und vielleicht auch ein Ding auch für den Teufel arbeiten. Aber du, mein Herr, bist ein Volk, weißt du. Wie dem auch sei, mein Angebot steht. Da gibt es noch so viel mehr, dass ich über dich in Erfahrung bringen möchte. Jack. Das reicht. Jetzt wird's persönlich. Okay. Ich nehme das Schwert an mich. Sprechendes Schwert. Und Heilung wäre auch nicht schlecht.